heiße euch herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe zum Thema Improvisation. Zum jetzigen Stand habe ich 6 Videos aufgenommen und jedes davon hat einen eigenen Schwerpunkt. Und der von der heutigen Lektion nennt sich Exploration. Damit meine ich 2 Sachen und die schauen wir uns im Verlauf dieses Videos an. Mein erstes Anliegen ist, dass wir das Potenzial des Tonmaterials für uns entdecken. Also welche Motive lassen sich potenziell, in dem Fall mit der Amol-Pentatonik, bilden. Und eine Möglichkeit, die wir dazu zur Verfügung haben und die ich persönlich auch sehr gerne mag, sind Sequenzen. Sequenzen sind immer eine Folge von Tönen, die auf verschiedenen Tonstufen wiederholt werden. Jetzt will ich euch noch 2 weitere Sachen zeigen, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Unsere erste Tonfolge besteht aus A und D, unsere nächste dann C und E, dann D und G, dann E und A. Ich möchte gerne nochmal über das Play-Along spielen und werde jetzt zwischen den verschiedenen Sequenzen wechseln. Das wird jetzt nicht wahnsinnig schön klingen, aber wir können das mal im Kontext hören. Und gerade am Anfang, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr machen sollt, macht lieber erstmal viel, merkt euch die guten Sachen und schmeißt den ganzen Rest raus. Und jetzt soll es um den zweiten Punkt von Exploration gehen, den ich euch noch schuldig geblieben bin, um die Wirkung von Tönen. Und ich versuche es ein bisschen zu erklären, aber am Ende müsst ihr selbst dafür ein Gefühl bekommen. Nehmt euch die Zeit und geht als erstes mal die Akkorde vom Play-Along vom Anfang durch und probiert es nach und nach aus. Die Akkordfolge besteht aus A-Moll, here we go, D-Moll, C-Dur, und G-Dur bzw. G über H. Wenn wir jetzt bei einem Ton bleiben, dem Grundton A, dann wird die Wirkung in jedem harmonischen Kontext, also jedem Akkord, anders sein. Beim ersten Takt ist es der Grundton, also der konsonanteste Ton. Im nächsten Takt ist das A, D-Moll, plötzlich die Quinte, immer noch sehr konsonanter Ton. Jetzt im nächsten
ist es aber plötzlich die sechste, was nicht mehr Teil des Dreiklangs ist, somit schon Farbton ist. Und im letzten Takt über G genau das gleiche. Es ist auch wieder ein Farbton, und zwar die None in dem Fall. Und das Ganze am besten zum Playalong. Immer wenn ihr an einem A vorbeikommt, dann lasst ihr den kurz stehen. Vielleicht eine Viertel oder zwei Viertel. Das geht nach Gefühl. Und dabei geht es einmal um die Sensibilität. Also wo ist denn eigentlich welcher Ton? Sich einfach dessen bewusst zu sein, dass ihr da gerade dran vorbeigeht. Zugleich könnt ihr auch auf die Wirkung des Tons zum jeweiligen Akkord achten. Je nachdem, wo wir gerade in dem Playalong sind. Das Ganze könnt ihr danach natürlich auch noch mit den anderen Tönen machen und dann seid ihr für alles bereit. Die nächste Übung ist durchaus anspruchsvoll, deswegen macht es nicht zu schnell. Wir wollen versuchen, immer einen Ton zu betonen, wenn wir dran vorbeikommen. Bei der Vierersequenz kommen wir relativ häufig dran vorbei. Damit sind wir am Ende der ersten Lektion. Macht die Übung ruhig ein paar Mal. Dann würde ich euch unbedingt empfehlen, dass ihr die verschiedenen Sequenzen als Teil eurer Überroutine mit benutzt. Dadurch könnt ihr einen Wortschatz aufbauen, auf den ihr immer wieder zurückgreifen könnt, wenn ihr in einer Situation solieren dürft. Ich wollte jetzt gerade müssen sagen und es klingt so negativ. Ja, ihr dürft solieren. Unten in der Infobox habe ich eine PDF, könnt ihr euch runterladen, 4 Seiten von Sequenzen, dafür müsst ihr nicht alle machen, sucht euch einfach ein paar raus, die euch besonders gut gefallen. Fangt damit erstmal an und während ihr da unten seid, könnt ihr ein Like da lassen und ein Abo. Und jetzt machen wir nochmal ein Outro-Solo hier. Der war's, oder? Der war's. Ich glaub, der war's. Jetzt kommt das Intro. Was ist das Intro?